Hallo Freunde der Spickkultur und willkommen zurück zum vierten Part von Neverwinter. Und damit haben wir noch zwei Parts vor uns, bis wir denn sagen, okay, das war jetzt ein guter Einblick hier und wir machen Feierabend. Jetzt gehen wir mal eben hier zur die Todesratten weitermachen. Zum Abwasserkanal. Da, wo Ratten unterwegs sind. Es war schön, dass wir am Anfang Zombies getötet haben und keine Ratten. Wie es halt klassisch ist in, sagen wir mal, keine Ahnung, MMOs. So, machen wir mal den Sprungangriff. Sehr schön. Da haben wir noch so einen Lakaien. Wehrratten. Da wir jetzt gerade noch nah am Lagerfeuer sind, rennen wir mal eben zurück und regenerieren uns wieder. Ah, jetzt sehe ich das Gold hier. Okay, da geht's runter. Bam! Kanalisationsmagier, was soll das sein? Ja, ich weiß, du bist der Kanalisationsmagier, aber trotzdem ist ein ganz schön hässliches Ding. Raus hier. So. Das dazu. Du hast einen Heiltrank dabei gehabt, das ist sehr nett von dir. Einige haben mehrere Instanzen, sie müssen in derselben Instanz sein, um mit anderen Spielern gemeinsame Abenteuer zu erleben. Unten rechts um die. Klicken Sie unten rechts auf der Karte, um Instanz zu wechseln. Ja. Gibt aktuell nur eine Instanz. Ich weiß, hier lang müsste ich normalerweise nicht, aber schön, hier gibt's mich. Jerry. Immer mit der Ruhe, ich habe nur einige Fragen an euch. Wieso seid ihr hier unten in der Kanalisation? Überleben, was denn sonst? Hier ist der einzige Ort, an dem mir nicht von der Stadtwache nachgestellt wird. Warum belästigt euch die Stadtwache? Ich habe keine Bleibe, deshalb pause ich auf der Straße, aber wo immer ein Plätzchen finden kann, die Wachen finden das gar nicht gut, weshalb ich mich hier abseits von allem verkrieche. Waterdeep. Habt ihr gerade Waterdeep gerufen? Waterdeep, die wahre Stadt des Überflusses. Nun gut, ich hatte noch eine Frage für euch. Habt ihr hier unten Nesha gesehen? Warum sollte ich auch sagen, sie lassen mich in Ruhe, weil ich mich nicht einmische? Vielleicht wurden sie in ihr sogenanntes Versteck gebracht. Ein Versteck, wo ist es? Haben mein Auge drauf geworfen. Scheinbar haben andere Teile der Kanalisation durchgegraben. Baldur's Gate. Hä? Baldur's Gate? Sie ist die Heimat der flammenden Faust. Hehehe. Das ist, möchte ich wirklich nicht wissen. Eine andere Frage allerdings noch. Bis später, Juli. Old Jerry oder wie auch immer. So, ich durchsuche jetzt seine Tasche. Und klaue ihm die Sachen. Er greift mich deshalb nicht an. Habe jetzt aber irgendwie so eine Klinge gefunden, die mir aber nichts bringt, weil die nicht meiner Klasse entsprechend ist, sondern für Schurken. So. Dann gehen wir mal runter. In den Rattenkeller. Er muss sagen, der Angriffssprung gefällt mir nicht. Können wir lieber so. Und so. Gold in der Wand. Hier haben wir wieder Natur. Ah, ich habe sogar noch ein Pack in der Tasche. Gucken wir mal, ob wir was kriegen. Unglaublich. Ah, Glück gehabt, da war sogar eine dicke Ratte um die Ecke. Schlag doch.
Wenn dich traust. Ich habe alle Zeit der Welt, während du nicht alle Zeit der Welt hast. So. Eine Schriftrolle, auch wieder sehr schön. Oh, ein großer Schalter, aber vorher gucken wir mal. Arkan-Paket habe ich nicht dabei mehr. So. Betätige den Schalter. Oh, Fallen. Jetzt muss ich auf jeden Fall einen Heiltrank nehmen. Oh, da gibt's eine dicke Ratte. Okay, der Kampf wirkt schon mal ein bisschen schwieriger. So, jetzt gehen wir mal erstmal Power. Komm her, Magier. Verdammt. Komm her, Kanalisationswächter. Hallo, ich war außerhalb des Kreises. Boah, kann man es mit... Ich muss nachher mal gucken, ob man es mit dem Roten ausschalten kann. Was nervt. Ich sehe, wie viel HP ich habe oder nicht. Ich will nicht dann irgendwelche Effekte haben, die mich dann ablenken. So, Elementar des Feuers. Wo ist es? Ah, okay, das ist für irgendwas anderes. Achso, das sind Berufsmaterialien, die sind in einer separaten Tasche drin. Hm, das ist schon mal eine ganz coole Geschichte. Ist mir schon aufgefallen zwischendurch, warum die hier oben nie sind. Ja, ein Infizier das halt. Coole Waffe, kann ich leider nicht verwenden. Bow. Ah, neues Lager entdeckt. Einstiegspunkt wurde freigeschaltet. Kommt her und greift an. Und grüner Gegenstand wieder. Ah, schön, wie die Bogenschützen auch von höheren Orten aus angreifen können. Ah, ich wurde vergiftet. Von Schlawiner da hinten. Komm her. Jetzt kassiere ich dich einfach so. Danke für den Heiltrank. Da haben wir einen Schalter, da haben wir noch irgendeinen Dicken. Und zwar einen richtig Dicken. Da gehe ich lieber nochmal ans Lagerfeuer zurück. Ah, da hinten ist eine Kiste.
schön versteckt. Ah, mit meinem Diebstahl-Pack komme ich da dran. Krieg Ressourcen. Jetzt hole ich mal, ob das aufgebraucht wird dann. Ja, dann wird das immer aufgebraucht. Wir können hier auch mal die kleinen Erste-Hilfe-Pakete. Ne, können wir gar nicht da unten reinpacken. So, back to Lagerfeuer. Und mal kurz einen Schluck trinken. Entschuldigung, Leute, aber ich krieg Halsschmerzen. Piep, 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 piep. Ach, kleiner Zwerg. So, aufladen. Plätten. Ach, es sieht aus, als wenn richtig viel Kohle da wäre. In der Wirklichkeit sind es immer nur so ein paar kleine Münzen. So, hier hinten ist schon mal nichts versteckt. Kommt her, Lakaien. Hier ist irgendwas versteckt. Ah, verdammt, zu langsam gewesen. Schön. Ach, hinterlässt mir auch nur eine Schriftstolle. Schriftstolle. Schriftrolle. So, jetzt können wir wieder zurück zum Lagerfeuer rennen. Ach, alles nur um Geld zu sparen. Was ja auch wichtig ist in einem Free-to-Play-Spiel. Bam 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 bam. Oh, hier sind Schalter. Okay, dann schalten wir mal den Schalter. Oh, was wurde denn hier verloren? Gehen wir es noch einmal durch. Waren, ich bin leider nur, nachher schreibe ich euch eine Notiz, verliert sie nicht, um die Truhe vom Schlamm zu befreien, müssen alle Hebel so umgelegt werden, dass sie von der Grube wegzeigen. Ah, okay. Es gibt Rätsel. Und jetzt? Toll. Ich habe beide Hebel einfach berührt. Und jetzt zeigen alle Hebel weg und jetzt kann ich die Truhe hier unten nehmen. Naja, vielleicht kommen später stärkere Rätsel. Ach, Kacke, dafür trete ich in eine Falle hier rein. Ah, hier hinten komme ich raus. Ja, greife ich den Dicken da hinten an. Ene mene mu. Und raus bist du. So, volle Power. Damit sind seine Lakaien schon mal weg. Ach,
komm, jetzt schlagen wir dich einfach so zu Brei. Ich gehe nach ihr zum Brunnen hinten. Da ist nur Schriftrolle dabei. Und schon wieder so eine durchdringende Sphäre, die ich eh nicht benutzen kann. Okay, da komme ich noch nicht hin. Lagerfeuer. Lagerfeuer. Rennen. Ah, okay. Ab der Stufe ist eine Erhöhung möglich. Es gibt also 60 Stufen. Ah. Kommt her. Kommt, ihr Lakaien. In your face. So, hier müsste dann der andere Schlüssel sein. Aua! Der Sauhund mich runtergeschubst. Komm mir entgegen. Manchmal klappt das nicht von der Zeit her, den Sachen auszuweichen. Aber jetzt schlagen wir ihn einfach so zu Brei. Bam, 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 bam. So, noch ein Schlüssel gefunden. Können wir das Ding bestimmt jetzt aufmachen? Nachdem ich wieder hier am Lagerfeuer war. Boah, sorry, ich gehe auf Nummer sicher. Auch wieder Englisch. Bam, wo auch immer die Schlüssel reingesteckt wurden, es geht auf. Jetzt kommen hier Abschaum. Kreaturen. Ich muss mal eben gucken, bei der Normalattacker wirkt so, als wenn der Schaden... Ah ne, nur der letzte Schlag ist halt extrem hoch. Lykanthropen. So. Wer bist du denn? Flea Bottom. Du hast auf jeden Fall die Zuckung. Siehst aus, als wenn du gerade von Chip und Shep kommst. Du wärst einer der Bösewichte. Chip, 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 Chip und Shep. Ritter des Rechts. Chip, 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 Chip und Shep. Dem Bösen geht es schlecht. Ihr habt keine Zeit, euch auszuruhen. Irgendwie so ähnlich. Di-di-di-di-di-di.
Oh, neue Ratten. Ah, ich glaube, diesmal komme ich nicht drum rum, einen Heiltrank nachher zu nehmen. Zum Beispiel jetzt habe ich ordentlich einkassiert von der Seite. Dann ist die Bonuskiste. Proof, das hast du schon mal besser gemacht. Die Gegner umlaufen. Da schon wieder zu langsam. Ja, aber ich glaube, es ist auch ein bisschen... So. Nee, jetzt mach ich dich so platt. Kannst du knicken. Ich verbrauche nicht noch einen Heiltrank. So, jetzt reden wir mit Cooper. Ja, ich war am Diebstahl der Krone von Neverwinter beteiligt. Ich war ein treuer Nasher, aber da Karsoff mich hier meinem Schicksal überlassen hat, bin ich niemandem mehr zu etwas verpflichtet. Ich sage euch, wo sich Karsoff verkochen hat und auch, wo er die Krone versteckt hält. Erinnert diese verräterischen Hund daran, dass Loyalität für beide Seiten gilt. Am besten, während ihr ihm eure Klinge in die Gedärme dreht. Rammt, hätte ich eher gesagt. So, jetzt können wir uns erstmal Bonuskram hier aus der Kiste holen. Aasfresserbein schieben. Nein, ich heil mich nicht, egal wie rot du wirst. Anlegen nicht möglich, erfordert Stufe 7. So, dich kann ich identifizieren. Tödliches Arbeiteramulett. Ne, Ausweichamulett. Vor allem Ausweichamulett, ich habe plus 10 kritischer Treffer. Merkwürdige Geschichte. So, raus hier. Jetzt bin ich auch noch hier im Gebiet. Gibt es denn hier keinen Heiler, der mich unterstützen würde? Natürlich nicht. Muss ich selbst hier bis zum Lagerfeuer kommen. Abgeschlossen. Quest abgeschlossen. Ein Silber. Zähne einschlagen. Kämpfen Sie bei den sogenannten Ruinen gegen Nescher und treffen Sie sich anschließend mit Zoe Fargo. So. Was sucht ihr hier? So, gebrauchter Dunlop. Hier können wir auf jeden Fall schon mal ein paar Sachen verkaufen, die wir nicht brauchen. Das nicht. Das ja, das auch. Das auch, das auch. Können wir wieder sortieren. So, abgeschlossen. Was verkaufst du denn so? Ach so, die Pakete verkaufst du. Du verkaufst Heiltränke. Ja, schwache für 24 Kreuzer. Aha, nur von Charakteren unter der Stufe 30 kann das angewandt werden. Das ist schon mal ein schlechtes Zeichen. Oder es gibt später größere Pakete. Mal gucken. Hast du mir was Neues zu sagen, gefreiter Barney? Nein, natürlich nicht. So, wir werden uns jetzt mal hier das Stellenbrett angucken und schauen uns mal an. Wir haben hier auf jeden Fall eine durchschnittliche Dauer. Bewertung, schöne Story, jedoch sind mir einige Rechtschreibfehler aufgefallen.
Schwierig jetzt aber zu sagen. Ob ich diese überhaupt machen kann. So, jetzt haben wir Quest angenommen, ein einfacher Auftrag. Und wie kommen wir da hin? Muss man mal gucken. Am besten gehen wir mal ins Journal und machen hier. Ach so, da hinten ist das. Nee. Gute Frage, wie ich da hinkomme. Vielleicht kann ich da hinreisen mit dem Schnellreisesystem, aber wir werden jetzt erstmal Rebellen töten. Und zwar im vorgesehenen Bereich. Obwohl Rebellen sind doch eigentlich hier normale Kämpfer. Ob Rückentreffer mir mehr Schaden machen? Ne, sieht nicht so aus. Schon 5 erschlagen von 12. Ah, da vorne ist ein Fragezeichen. Kann man sich mal genauer angucken. Nimm das. Oh, ich werde Support da unten an der Seite. Von Raffaela. So, noch ein bisschen HP geholt. Bisschen Gold rausbekommen, aber schauen wir uns mal das Fragezeichen an. Was? Welche Sprache ist das? Passt auf euch auf, Zoe. Ah, ich muss erst 12 töten, ne? Von den Rebellen. So. Euch nehmen wir mal eben schnell so auseinander. Und jetzt kann ich zu dir hin. Genau. Magotz! Quest abgeschlossen. Stufe 7. Der Krone so nah. Überfallen sie auf der Suche nach Kasov das Nasher-Versteck. Da kriege ich einen Abenteuerrucksack. So, was gibt's Neues? Neue Kräfte. Junge, was ist das für eine Sprache? Na, wir werden jetzt mal einen Genesungsschlag einfach auf. Der macht dir eigentlich ganz gut Schaden. Ach, okay. Ich muss hier in die Tür rein. Ich habe ja auch jetzt durchs Level-Up wieder volle HP. Gott sei Dank. Aber wir machen jetzt Feierabend. Zeit ist rum, Leute. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Neverwinter. Und dann werden hier nochmal ein paar Zähne eingeschlagen. Ciao.